Leute, willkommen zu einem neuen Video und zwar zu einem weiteren Q&A, wieder mit drei weiteren Mädels. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dem Video. Wenn ihr das Format öfters sehen wollt, dann zeigt mir es auf jeden Fall mit einer positiven Bewertung. Und vielleicht habt ihr auch noch irgendwelche coolen Fragen. Und falls ja, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Viel Spaß mit dem Video. Samstag, also... Was ist dir wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein? Uff, okay, das ist schwierig, weil ich bin eigentlich so eine Mischung aus beidem. Ich bin ein sehr ehrlicher Mensch, aber ich verpacke alles immer sehr nett. Also wenn es um irgendwas Negatives geht, ich schaffe es trotzdem irgendwie, es sehr nett zu formulieren, dass es nicht so fies klingt. Erste Frage, direkt eine schwierige Frage, weil ich glaube, darauf gibt es jetzt nicht eine richtige Antwort. Also es ist jetzt eine Entweder-Oder-Frage, aber ich finde, es kommt halt, es ist sehr, sehr situationsbedingt. Definitiv ist es wichtiger, ehrlich zu sein. Aber es kommt natürlich auch immer darauf an, ob man eine Person richtig gut kennt oder ob man eng mit einer Person befreundet ist. Eigentlich voll easy. Safe call, Ehrlichkeit. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich, glaube ich, lieber ehrlich, weil was bringt einem das, wenn man dann so ein Ja-Sager ist und der Person dann hinterher rennt und nicht die Wahrheit ins Gesicht sagt. Wenn jetzt zum Beispiel Ehrlichkeit einen weiterbringt, wenn das etwas ist, was die andere Person, zu der man ehrlich ist, ändern kann, beispielsweise irgendeine Kritik oder so, und es bringt was der Person, und auch wenn es hart ist, dann sollte man auf jeden Fall ehrlich sein. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand fragt, wie findest du mein Oberteil, dann würde ich zum Beispiel meiner besten Freundin meine ehrliche Meinung sagen, und jemand, wo ich nicht so gut kenne, wäre ich dann eher ein bisschen vorsichtiger. Es kommt immer darauf an, wie man zu jemandem steht. Ich finde es definitiv wichtiger, ehrlich zu sein, als nur nett zu sein und einem das zu sagen, was man hören will. Man sollte auf jeden Fall ehrlich sein. Also jetzt zum Beispiel ein kleines Kind ein Bild malt und man findet es voll kacke und denkt, was hast du da für einen Schrott gemalt, dann sagt man ja auch nicht, nächstes Mal gibt dir mal Mühe oder so, dann sagt man auch, das sieht toll aus, weil man ja nicht unnötig die Gefühle von jemandem verletzen möchte, wenn man halt ehrlich ist. Also es gibt Situationen, da kommt man mit Ehrlichkeit auf jeden Fall weiter, das bringt dem Gegenüber auch was, aber es gibt Situationen, da ist es einfach nur verletzend und muss nicht unbedingt sein. Also ich finde, das ist manchmal unnötig. Sollte man einfach, ich denke mir mal, wenn man nichts Gutes zu sagen hat, dann sollte man gar nichts sagen. Leute, schreibt mal rein, was wärt ihr lieber? Wärt ihr lieber nett oder wärt ihr lieber ehrlich? Schreibt es mal in die Kommentare. Auf welcher Website verbringst du am meisten Zeit online? Ach du Kacke, okay. Ich glaube YouTube. Ich habe in letzter Zeit sehr viel Netflix gesucht. Ich weiß gar nicht, zählt Netflix dazu. Falls nicht, dann auf jeden Fall YouTube. Twitch. Definitiv Twitch. Ich glaube, ich verbringe mehr Zeit auf Twitch als im alles andere. Also tatsächlich ist es natürlich Twitch. Definitiv Twitch. Alleine dadurch halt schon durch Streaming natürlich. Aber auch durch, also dadurch, dass ich sehr viel auch nebenbei schaue, nicht aktiv schaue oder rein chatte, sondern viel am Lurken bin. Ja doch, weil ich suchte Videos ohne Ende. Und klar benutze ich die anderen Plattformen auch viel, aber YouTube benutze ich, glaube ich, dann doch noch am meisten. Ich kann mal gucken. Ich glaube, das wird jetzt richtig peinlich bei meiner Bildschirmzeit. Also ich bin gefühlt 30 von 24 Stunden auf Twitch. Also selbst wenn ich nicht streame, bin ich auf Twitch. Also ich bin da wirklich, wirklich sehr aktiv auf Twitch. Ansonsten für die Uni eben immer in diesen Online-Konferenzen muss ich immer Online-Vorlesungen machen, aber an sich bin ich natürlich extrem viel auf Twitch, schaue auch gerne Streams an und ja, das ist so wirklich tatsächlich die Seite, wo ich am allermeisten bin aktuell. Ob ich jetzt gerade irgendwas für die Uni mache oder wie auch immer, definitiv Twitch ist immer offen. An zweiter Stelle wäre vermutlich Twitter, aber halt am Handy. Also, aber das ist ja auch eine Website irgendwo. Ja doch, ich habe für heute auch schon allein 3,5 Stunden YouTube und dann kommt Snapchat mit 51 Minuten. Ach so, okay, nee. Wegen unserer Snapchat-Gruppe, wir haben da irgend so eine Kacke reingeschickt. Okay, ich habe mich gerade schon gewundert, weil ich eigentlich Snapchat fast gar nicht mehr benutze, aber ja, und dann kommt Instagram bei mir. Und es würde auch nicht mal irgendeine andere Seite, selbst alle anderen Webseiten zusammengerechnet, kommen nicht mal ansatzweise auf die Zeit, die ich auf Twitch verbringe. Also die Antwort ist Twitch. Was war dein schönster Stream-Moment? Das Ding ist, ich glaube, ich könnte mich nicht auf einen Stream-Moment fokussieren, den ich mega cool fand. Es sind halt immer so diese Sachen, zum Beispiel Merch-Release, 12-Stunden-Stream, mein Geburtstagsstream war auch absolut krass. Also mein schönster Stream-Moment, das ist schwierig. Also es gab einige schöne Momente, auch sehr
sehr emotionale Momente. Also ich glaube, eines der schönsten Streams, die ich hatte, war, nachdem ich Partner geworden bin. Mein schönster Stream-Moment war, als ich die 75 Zuschauer im Durchschnitt geknackt habe. Boah, schwierig. Ich hatte super, super, super viele schöne Momente. Ich würde, es ist kein Moment an sich jetzt, dass es halt ein Ding war. Klischee-Antwort wäre jetzt, oh, jeder Stream ist schön. Irgendwie immer so Sachen, wo man so einen Countdown hat und wo die Leute immer so richtig mitfiebern und alle richtig gute Stimmung haben und so. Das sind eigentlich so meine liebsten Streaming-Momente. Dann hatte ich einen 24-Stunden-Stream gemacht zur Feier der Partnerschaft und meine Community, also viele andere Streamer und aus der Community, haben sich dann halt überlegt, mir ein Video zu machen, eine kleine Videobotschaft zu schicken, wo sie mir gratulieren zur Partnerschaft und da sind wirklich sehr, sehr, sehr viele Tränen geflossen. Das war ein sehr, sehr schöner Stream. Das war wirklich ein extrem schöner Moment, weil ich einfach nie gedacht hätte, dass ich sowas erreiche und ich mich dann als Partner bewerben konnte bei Twitch. Und ja, das war einfach ein mega heftiger Moment, weil ich es einfach niemals gedacht hätte und die ganze Community hat sich aber mitgefreut. Das war echt mega schön. Also da habe ich gerade erst angefangen zu streamen gehabt. Da war ich erst so 2-3 Monate am Stream. Und das war Oktober letztes Jahr, glaube ich, hatte ich so 20 Zuschauer durchschnittlich, was halt auch schon voll stark war, dafür, dass ich erst so kurz gestreamt habe. Aber ich wurde damals dann von Annie the Duck geradet und das war mega überraschend. Und ich weiß noch, wie aufgeregt ich plötzlich war, weil irgendwie 700 Leute plötzlich bei mir im Stream waren. Das war mega, mega crazy. Oder was ich zum Beispiel auch mega cool fand, war halt echt, dass ich dieses Jahr bei Unge und denen im Mangas mitspielen konnte. Das war auch ein cooler Streaming-Moment. Also ich habe da zwar wirklich gefühlt von den 24 Stunden 12 Stunden geweint, weil es einfach so süß gemacht war. Ich glaube, das war echt. Weil da konnte man halt wirklich sehen, was für eine starke Community man so hinter sich hatte und dass sie es einem halt auch richtig gönnen und sich mit einem gefreut haben. Und viele im Chat haben auch geschrieben, dass sie weinen mussten. Das war schon wirklich ein sehr, sehr schöner Moment. Ansonsten, das ist jetzt an sich kein Moment gewesen, aber also ich habe jetzt vor kurzem halt den Partnerstatus erreicht, war halt auch mega krass, weil das für mich halt auch so ein Meilenstein war. Also eins von den beiden. Wenn man einen Moment jetzt auch als das sehen kann mit dem Partnerstatus, dann das. Aber ansonsten dieser Raid damals, das war das erste Mal, wo ich halt so richtig krass viele Zuschauer plötzlich hatte. Das war verrückt. Das war echt verrückt. Welchen Wochentag magst du am liebsten und warum? Ich mag auf jeden Fall am liebsten den Samstag, weil erstmal kann man da auf jeden Fall ausschlafen und am Sonntag denke ich mir immer so, oh nee, morgen Schule, morgen arbeiten. So als Student, der jetzt nicht unbedingt so eine 5-Tage-Woche hat und vielleicht so ein bisschen schleifen gelassen hat mit den Online-Vorlesungen, das ist ja jetzt alles online. Es habe ich jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht so, dass ich mich super aufs Wochenende freue, weil ich ja unter der Woche jetzt auch nicht unbedingt so eine 5-Tage-Woche habe. Das ist tatsächlich eine sehr einfache Frage. Selbstverständlich den Samstag, also jeden. Ich bin Studentin, ich weiß nicht, welchen Tag wir heute haben. Nein, Quatsch. Und es kippt schon ein bisschen so die Laune. Deswegen ist Samstag, glaube ich, der coolste Tag, weil dann macht man sich darüber keine Sorgen und kann einfach entspannt den Tag genießen und hat das nicht im Hinterkopf. Aber ich denke, es ist trotzdem der Samstag. Samstag ist immer viel los auf Twitch, sind viele live und das macht dann halt immer viel Spaß. Ich denke jetzt irgendwie voll traurig, dass sich alles bei mir nur um Twitch dreht. Aber es ist so. Also es macht schon echt Spaß. So auf Twitch am Samstag. Jetzt durch Corona kann man eh nicht jetzt viel sich mit Leuten treffen. Samstag ist immer so der Tag, wo man eigentlich nichts zu tun hat, keine Uni, ein bisschen chillen kann, wo ich meistens streame oder was unternehme. Also das ist eigentlich so immer der beste Tag. Kein Lieblingstag in der Woche. Auf welchen YouTuber bzw. Streamer hattest du schon mal einen Crush? Oh Gott. tatsächlich, muss ich das beantworten? Okay, ganz früher, ich weiß nicht, ich war ein richtiges Dena-Fan-Girl, aber da hatte ich keinen richtigen Crush. Ich glaube echt, wie jedes Minecraft-Mädel hier, hatte ich einen Crush auf Phasen. Tatsächlich würde mir jetzt
auf PewDiePie. Als ich ganz jung war, hatte ich einen Crush auf PewDiePie. Das würde vielleicht... Also einen Crush hatte ich nie über Videos auf jemanden, aber ich muss sagen, es gibt natürlich so YouTuber von ganz früher, die wirklich jeder gefeiert hat. Ich hatte da so meine YouTube-Phasen, so mit 14, 15, wo ich sehr viel YouTube konsumiert habe. Oh, es ist schon ein bisschen unangenehm. Nee, aber komm, also ist ja auch jetzt schon 8 Jahre her oder so, ne? Mittlerweile 14 bis 8 Jahre her. Früher hatte ich, glaube ich, echt am meisten Crush auf Phasen. Es war, ist so weird eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, weil ich weiß, dass die anderen Twitter-Girls ihn auch so als Hintergrundbild hatten und so richtig auf ihn abgefahren sind. Das hört sich so dumm an. Das ist auch richtig unangenehm jetzt im Nachhinein. Es war so ein leichter Crush. Es ist nicht so ein krassen Crush. Aber ich habe halt viele seiner Videos geguckt. Und da dachte ich mir schon, naja, ist schon ein cuter Boy, so, aber so einen richtigen Crush würde mir jetzt so nicht einfallen. Nee. Zum Beispiel YTT oder iPlali oder so, das waren so YouTuber, die haben auch witzigen oder coolen Content gemacht, aber ja. Hatte ich ein bisschen einen Crush auf Tuddle und. Das ist mega unangenehm, gerade das zu erzählen, ne, aber. Ja, Tadel. Also ich feiere ihn mittlerweile auch immer noch. Ich höre super, super gerne seine Musik. Aber ja, mit 14, 15, 16, oder? 14, 15, 16, irgendwie so darum, hatte ich mal einen Crush auf ihn, ja. Ja, es tut mir auf jeden Fall leid, weil das ist echt cringe, wenn man so an die Zeit zurückdenkt. Aber man war halt jung und dumm und es ist einfach unangenehm. So Leute, das war auf jeden Fall auch schon die letzte Frage. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst wie gesagt eine positive Bewertung da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, genießen Tag und ciao. Oh,